19 und willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Zurück in dieser, ja, seltsamen Schule hier. Und wir haben ja den neuen Zauber hier, den Corpore Tractum. Und mal gucken. Lupin meinte, wir können uns damit woranziehen und irgendwas an uns heranziehen. Also mal schauen. Corpore Tractum! Yay, Bungee Jumping. Impulso. Gut, da ist schon wieder so ein Ding aufgetaucht. Und wir bleiben natürlich treu. Wir schicken unsere Schüler, unsere mitteljährigen Kinder hier durch tödliche Parcours. Wenn man einen Fehler macht, ist man tot. Ja, wunderbar. Carpe Tractum. Aber hier gibt's... Du kannst mit Carpe Tractum auch an einige Hebel ziehen. Such einen an einer Wand und probier's aus. Aber hier gibt es ja scheinbar keine Menschen, die ihre Schule verklagen, weil die ihren Kindern irgendwas Böses antun. Naja, egal. Oder irgendwas Gefährliches aussetzen. Carpe Tractum! Ein Elastofeld! Ich glaube, ich weiß noch, wie man damit umgeht. Oh, oder auch nicht. Zuerst zauberst du Elasto auf das Feld, damit es federt. Ist ja nicht so, als ob man den Zauberer jetzt hier die ganze Zeit benutzt hätten, ja. Aber nee, halt, Harry hat ihn benutzt, Ron hat ja nichts gelernt. Elasto! Dann springst du auf das Feld, um in die Luft zu hüpfen. Vergiss nicht, mit der rechten Maustaste zu springen. Mit Carpe Retractum kannst du auch Dinge an dich heranziehen. Such dir ein Ziel für den Zauber und klettere dann drauf. Na super. Kann ich endlich auch an Blöcken rumziehen. Muss nicht mehr rumfliegen lassen wie im ersten Teil. Carpe Retractum! Egal. Und der erste Schild. Ey, was guckst du mich so dumm an, hä? Impulso! Ist gleich mal aufs Maul hier. Ja, mit deinen Bohnen. Junge. Du kannst über solche Löcher springen, Ron. Halte Pfeiltaste oben gedrückt, um auf sie zuzulaufen. Impulso! Wenn du den Rand erreichst, halte die Pfeiltaste gedrückt und spring mit der rechten Maustaste. Echt? Danke, dass man gesagt hat, man springt, Mann. Ich wäre ja einfach reingelaufen und gestorben wahrscheinlich. Ha, das wird nur ohne dich machen, Professor Lupin, hä? Impulso! Ey, versteckter Gang. Wie nett. Impulso! Und jetzt? Das hat irgendwas gebracht. Nee. Na klasse! Was hat das Ding jetzt gebracht? Keine Ahnung. Oder ist das Ding da einfach kommen? Ich hab nicht Wow, hier wäre fast das Ding runtergefallen. Schauen wir mal, wen haben wir denn da? Berühmte Vampire. Sir Herbert Varney, 1858 bis 1889. Für Untote kurzlebiger viktorianischer Vampir, der in London während der 1880er Frauen auflauerte. Wurde von einer Sondereinheit der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe gefangen und zur Strecke gebracht. Also ein magischer... Warte, wie hieß der? Jack Ripper, genau. Jack Ripper, den hatten wir schon mal in einem anderen Spiel bei Shadowman. Ja, aber jetzt mal bei Harry Potter. In der Schule der Bekloppten. Carpe Retractum kann auch bei bestimmten Seilen verwendet werden. Versuch es mal. Wenn ich diese scheiß Wichtel schon wieder sehe. Carpe Retractum! Carpe Retractum! Boing! Boing! Hip. Ah, hip. Ah, hip. Ja. Die Herr mit dem Schild hier. Hip. Ah. So. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Hip. Dann gucken wir mal weiter, was hier noch so ist. Ein Speicherbuch. Und das sieht doch sehr nach einem Kampf aus hier, oder? Ach du Kacke. Professor Lupin? Das Ding sieht nicht sehr freundlich aus. Das ist ein Imp, Ron. Vorsicht! Er könnte explodierende Zauberknallbonbons nach dir werfen. Deine Zauber sind nutzlos gegen ihn. Die Zauberknallbonbons dürfen dich nicht berühren, wenn sie in der Luft sind. Du kannst sie aufsammeln, wenn sie zu Boden gefallen sind. Sei aber vorsichtig. Bist du nicht schnell genug, explodieren die Bonbons.
weiter, Ron. Versuch, ein Zauberknallbonbon aufzuheben und es zurück auf den Imp zu werfen. Of course, fuck logic. Das Vieh ist immun gegen alle Zauber. Wir lernen hier Avada Kedavra, Kuchu und so eine Kacke. Perfekt, Ron. Und jetzt kann dem zum nichts wirklichen anzunehmen. Leben. Wirkliches Leben? Zauberknallbonbon. Ausgezeichnet, Ron. Alles klar, Kürbispasteten. Die sind viel mehr wert als Bohnen. Hallo, Aurora! Ach, Logik ist schon was Tolles. Mach mal Kürbispasteten. Wunderschön. Hip! Ja. Da kommen wir nicht rein. Okay. Die Lastung, hip! Hip! Oh nein! Das Geräusch ist nicht das, was ich denke, oder? Nicht. Victus Sempra! Victus Sempra! Victus Sempra! Oh, noch mehr von den Viechern. Reicht ja nicht das Teil hier hoch. Das kann auch eine Welle sein. Victus Sempra! Victus Sempra! Victus Sempra! Victus Sempra! Los, sterbt ihr, Mistviecher. Ein Kesselkuchen. Die sind im Laden von Fred und George bestimmt viel mehr wert als Bohnen. Hm, Kesselkuchen. Die hab ich gern. Hallo, Aurora! Und der Frosch. Yay! Sonst ist ja nichts weiter, hä? Nee. Da unten ist ein Schild. Impulso! 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 Aha. Einfach alle verzaubern. Sehr schön. Ich habe schon 3 von 10. Na, dann gucken wir mal, wie viel wir noch kriegen. Hallo, Humora! Nee, noch ein Frosch und wieder 5000 Bohnen. Da bin ich mir nicht sicher. Carpe Retractum! Carpe Retractum! Was gibt's denn hinten? Eine Kiste. Hallo, Aurora! Eine Karte und Kürbispasteten. Lecker. Aber wir schauen mal nach, noch ein Vampir. Amarillo Lestode, 1776 bis 1977. Beredter amerikanischer Vampir, schrieb Monolog eines Vampirs, mit dem er Leser so langweilen wollte, dass diese erstarrten und leichte Opfer für Vampire wurden. Na, wer kennt die Anspielung? Na klar. Interview mit einem Vampir. Carpe Retractum! War kein schlechter Film, muss ich sagen. Carpe Retractum! Na mal schauen. So, jetzt gucken wir erstmal hier rüber. Spring, spring, spring. Ja, blöde Plattform. Bleib doch mal hier, Mensch. Ist ja viel zu gefährlich für Kinder, sowas zu machen. So, wie komme ich da rüber? Aha, sehr gut. So komme ich da rüber. Ist hier noch was versteckt? Nein, ist nicht. So, ein Buch zum Speichern. Schauen wir mal weiter. Gib her dein Scheiß. Was, 3 Bohnen willst du mich verarschen? Ist ja nicht. Geht's hier runter? Nein. Oder? Aha, du bist hier sterbe ich, wenn ich runterfalle. Na, dann gehe ich nicht da runter. Impulso! Impulso! Los, her mit dem Bohnen. 5 Bohnen. Ja, faulen Säcke. Carpe Retractum. Macht mal was dafür, dass ihr rumstehen dürft. Hallo, Aurora! Oh, die kenne ich doch. Professor? Das ist eine Feuerkerbe, Ron. Sei vorsichtig, sie kann Feuer aus ihrem, nun, ihrer Hinterseite schießen. Verwende Rictus Sempra, um sie umzuwerfen. Verwende es erneut, um sie, wenn nötig, in die Falle zu schubsen. Kann halt bitte aufhören, auf mich zu... Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Bitte, lass das den Ausgang sein. Noch mehr von den Scheißern. Rictus Sempra! 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 Komm wieder runter! Mist. Hallo, Aurora! Yay, ein Schokofrosch. Hallo, Aurora! Und noch ein Schokofrosch.
den ich überhaupt nicht brauche. Na geil. Ach egal. Ja, schon wieder irgendwelche todbringende Flüssigkeit da unten. Wunderbar. Das ist das Richtige für kleine Kinder. Na komm her, dumme Plattform. So, hier rüber. Diese Mistviecher wieder. Könnt ihr nicht mal woanders hingehen? Schreckliche Schule. Dann hätte ich mal einen Kammerjäger engagieren. Kann man keinen Zügen. So, hier runter. Dann will ich das Schild da drüben haben. Los. Ja, damit. Und da rüber. So. Hopsasa. Und speichern und Tür auf. Ach, schon wieder so ein Mistvieh. Rictus Extra! Rictus Extra! Schwinde! Au! Widerlich hier! Rictus Extra! Carpe Retractum! Carpe Retractum! Nein! Boah! Carpe Retractum! Ich hab noch nicht mal einen Schreck eingescheißt spielen. Carpe Retractum! Ich war fast ein Cent. Carpe Retractum! So, da geht's weiter, da will ich aber noch nicht hin, denn da gibt's eine Dingens. Ja, halt dich nicht fest. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, ich muss ja bestimmt. Das erklärt natürlich. Hier haben wir den ja, Schweine. Ja, die Späße. Noch mehr? Nee. Carpe Retractum. So, komme ich da rüber? Sehr gut. Ja, mit dem Ding. Ich will das Zeug haben. Und nun? Oh. Levelwechsel. So, und nun? Was bringt mir das jetzt? Carpe Retractum! Ich komm doch hier nirgends hin! Hallo? Carpe Retractum! Hallo, Humor! Ja! Ja, toll! Und wie komm ich da hoch? Kannst du mir das mal erklären? Oh, vielleicht komm ich hier unten hin. Ah! Carpe Retractum! Boing. Ah, das erklärt es natürlich. Hey, was ist denn das? Impulso! Kesselkuchen. Die hab ich gerne. Noch mehr Kesselkuchen. Lecker. Jetzt ist weg. Schade. Egal. So. Carpe Retractum! Geh nochmal da hoch. Carpe Retractum! Hallo, Humora! Der Fies, dass da drüben noch was hängen bleibt in der Luft, hä? Was Freches. Egal, wir sammeln den Scheiß hier trotzdem ein. Gut, weiter geht's. Ja, geh halt weg, du blöde Plattform. Carpe Retractum! Und hab's. Ah. Carpe Retractum! Da gibt's eine Marke. Ah, Carpe Retractum!
Boing. Capere Traktum. Ja. Capere Traktum. Ah. So, ja, dann. Hey. Ein versteckter Young. Oder? Oh. Ja, Impulso. Impulso. Aha. Dann schauen wir mal hier, was es für Mysterien gibt hier in Hogwarts. Hallo, Humora. Gürtelspastreden und eine Karte. Schauen wir mal nach. Noch mal Bier. Lady Carmilla Sanguina, 1561 bis 1757, badete im Blut ihrer Opfer, um ihre jugendliche Schönheit zu bewahren. Fun Fact am Rande? Die gab's wirklich. War doch natürlich kein Vampir im echten Leben. Aber es war eine Gräfin irgendwo in Osteuropa, die es wirklich so gemacht hat. Die Jungfrauen getötet hat und dann ihr Blut benutzt hat, um jung zu bleiben. Ist übrigens auch bei Diablo 2. Ein Questgegner. Am ersten Akt. Die Gräfin töten soll. Nur mal so ein Fun Fact am Rande. Haben wir das Ding jetzt behalten? Ja, haben wir. Gut, Speicherung. Hallo Humora. Und Ruhe auf. Noch ein Frosch. Hallo Humora. Und noch ein Frosch? So. Okay. Ach, der nimmst du hier schon wieder. Au! Wo ist der mit den Dingern? Oh, die sind nervig, die Viecher. So, ist jetzt mal Ruhe hier. Impulso! Impulso! Wo ist haben wir den Boden? Hallo Humora! Ach du Kacke! Victus Sempra! Victus Sempra! Victus Sempra! Victus Sempra! Hallo Humora! Impulso! Oh, ist hier aber nicht Zeug. Impulso! Los, her damit! Alles will ich haben hier! Noch eine Bildkarte! Da unten ist doch was! Aber ich kann hier nicht... Hallo Humora! Doch, ich kann noch was verzaubern! Ach, da kommt noch ein Frosch raus! Gucken wir uns die Bildkarte an! Blood Wien Blood, geboren 1923. Bekannt als Vampir aus der Tiefe. Sang mit klangvollem Bass für seine Opfer, bevor er sie in den Hals biss. Bloodwind Blood klingt ja fast wie Darkwind Duck. Oder ist eine Anspielung aus Phantom der Oper, kann auch sein. Na ja, gut. Hier gibt es nichts weiter, obwohl da unten eine Karte ist. Ich will die Karte haben. Elasto. Wie komme ich da runter? Ja. Vielleicht muss ich erst ein Stückchen weitergehen. Schauen wir mal. Also muss man hier irgendwo nach unten kommen. Hallo Humora! Eventuell dort. Lumos! Ich glaube, wir sind richtig. Gürtelspasteten. Lecker. Und ja, wir sind da. Sehr schön. Und hoch. So, fehlt uns noch einer von diesen Karten. Und ich schätze mal, die werden wir noch schaffen. So. Capere Traktum. Capere Traktum. So, wo ist jetzt die letzte Karte? Capere Traktum! Capere Traktum! Capere Traktum! Los! Spring, mein Freund! Dann hier hoch! Los! Impulso! So, Impulso! Noch mal so kleine Bohnen her! So knausig hier! Capere Traktum! Boing! Capere Traktum! Moin! Was ist denn das jetzt? Hip! Ah, Victus Sempra! Victus Sempra! Komm mir auf die Scheiße, du bist viel! Hip! Ah! Capere Traktum! Waren das schon alle? Scheinbar, ne? Ja! Capere Traktum! Das ist das 10. und letzte Schild. Sehr gut!
nochmal einsammeln. Sehr gut, Ron. Und du hast alle 10 Aufgabenschilde gefunden. Yay. Du kannst also in den Bohnen-Bonusraum gehen. Wow! Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Ganz genau, Ron. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Und dann mal los, Jom. Elasto! Das lohnt sich ja richtig hier. Hier noch rüber. Oh, ich habe den Boden. Können wir ordentlich einsacken hier. Aua. Los, her mit euren Bohnen. Ja, das war's. Ich glaube, hier waren wir schon. Egal, hier gibt's noch was. Ich bin hier immer vorbei in den Dingern. Das ist doof. Aber hier haben wir schon ordentlich was eingesackt. Bohnen, 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 Bohnen. Bohnen, 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 Bohnen. Wenn ich mal die Adaption dieses Songs alle auf dem Dorf. Aber egal. Ich suche noch mehr Bohnen her damit. Ja, alle, ich will alle Bohnen haben hier. Gebt mir die Bohnen. Ja, Bohnen, Bohnen, Bohnen. Bohnen, ja. Die Truhe nicht auf, das hab ich nicht sehr nett. Nein, falsch. Los, gib mir die Bohnen. Yeah. Das war einfach klasse. Wieder. Wo sind wir? Durch diese Türen gelangen wir zu jeder Zauberspruchaufgabe, die wir gelöst haben. Versuch es noch einmal mit der Capere Tactum Aufgabe, wenn du möchtest, Ron. Oder wir laufen ein bisschen rum. Ganz wie du möchtest, Ron. Na ja, ich würde erstmal sagen... Impulso! Impulso! Dinger hier. Die Aufgabe möchtest ist wohl noch nicht offen. Die Capere Tactum Aufgabe wiederholen? Schnauze, Harry, nein, ich will nicht... Schau, ich glaube, wir sind im Nebenzimmer herausgekommen. Ich habe von diesem Raum gehört. Diese Porträts sind Abkürzungen zu jedem Stockwerk im Schloss. Ich frage mich, wie wir an die Passwörter kommen. Harry Potter, genau nach dir habe ich gesucht. Hallo Fred, wo ist George? Kümmert sich oben um den Laden. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich, Harry. Die Karte des Rumtreibers. Damit findest du dich in Hogwarts zurecht. Wow, danke Fred. Um diese Karte zu öffnen, kannst du jederzeit die Tab-Taste drücken. Komm, folg mir nach oben. Ich führe dich zum Laden. Das können wir gerne machen, aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit der Carpetactum-Aufgabe. Und schaut uns nächste Mal wieder rein. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ich habe